Hallo und willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Für euch ist ein bisschen was vergangen, aber für mich nur so ein Stündchen. Ich habe jetzt was gegessen, was getrunken und jetzt kann es auch weitergehen. So, das hier will ich allerdings noch vorlesen, deswegen habe ich, während ich gelabert habe, noch nicht weitergedrückt. Hateno-Festung, eine Festung an der Straße, die aus dem inneren Hyrule nach Nekluda führt. Ihre Bauweise erinnert allerdings eher an einen befestigten Grenzübergang. Naja, ist es ja auch im Prinzip. Also, ja. Gut, was soll's. Oh, und die Karte ist... Nein. So groß wie nie. Ach so, ich kann da nicht lang. Ich habe mich gerade schon gefragt, hä, was... Warum kann ich da nicht langlaufen? Aber ja gut, wenn man generell nicht durch den Fluss laufen kann, dann ja gut. Nur es sah halt gerade komisch aus. Ich dachte so, ja gut, ich kann da jetzt langlaufen und mein Controller spackt einfach nur ein bisschen rum, aber nö. So, unterstütze die Hyrule-Hauptmänner. So, markiert mit einem gelben Kreis, wie immer. Und... Ich bin dumm, wie immer. Ja. Ach man, ey, ich habe schon wieder so unnötig Damage gefressen. Ey, das ist... Das geht so auf den Sack so langsam. So. Verzeiht mir aber dennoch, wenn ich hier irgendwie was so zwischendurch am Trinken bin. Ich habe zwar eben vernünftig gegessen und getrunken, weil wie gesagt, das soll... Heute, es soll heute ein bisschen mehr aufgenommen werden. Also verzeiht mir, wenn ich dennoch vielleicht in diesem Part oder nächsten Part zwischendurch mal was am Trinken bin. So. Achso, einen haben wir jetzt schon, okay. Wir brauchen anscheinend nur... einmal diesen großen hier kaputt zu hauen. Und das war sehr knapp ausgewichen. Das war sehr knapp ausgewichen. So, Stasis. Und dann dürfte der auch direkt weg sein. Ja. Der silberne Moblin ist weg. Wunderbar. Ich habe übrigens sowas Neues gefunden, also es ist nicht ganz neu für mich und auch nicht ganz neu auf dem Markt, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nicht ganz neu für mich. So ein Eistee mit Bubblegum-Geschmack, den hatte mir meine Mom mal irgendwann geschenkt. Meinte so, yo, hier. Ich hab dir mal was geholt. Das kannst du ja mal probieren, weil ich finde Eistee generell ziemlich geil. Gerade wenn es so ein paar abgefahrenere Geschmackssorten gibt. Irgendwie Limette, Kirsche oder irgendwie so ein Scheiß. Oder halt auch in diesem Fall mal Bubblegum. Weißt du? Da habe ich mir zuerst so gedacht, okay. Bubblegum-Eistee, weiß ich nicht, wie das schmecken soll, aber doch, der ist richtig geil. Und falls ihr dann mal Bubblegum-Eistee seht, der ist von 4Bro, heißt die Marke. Es war ein bisschen cringe aufgemacht, muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen so, yo, kumpelmäßig, ja, hast du mich gesehen, yo, Fun Bros, für Bros und so. Hm. Es war, soll nahbar wirken, aber ich finde das ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Kann gut sein, dass das bei anderen sehr gut ankommt, aber ich finde das irgendwie, na, also nicht. Ist so ein bisschen wie, wenn dein Chef zu dir irgendwie so auf Bro tun will, weißt du? Das ist fast dasselbe für mich.
meinem Chef immer ein bisschen mehr Autorität hat. Ja, was soll's. Falls ihr den mal seht im Laden, könnt ihr euch den ja mal kaufen. Könnt ihr euch den ja mal gönnen. Ich habe mir halt, wie gesagt, am Anfang so gedacht, na, schmeckt das? Und hatte die Befürchtung, dass das vielleicht einen zu starken Bubblegum-Geschmack hat. Aber es hat tatsächlich... Es schmeckt erstmal wie ein normaler Eistee, beziehungsweise wie ein normaler Tee, wie ein normaler weißer Tee. Mit so einem... Und hinterher dann halt mit so einem Nachgeschmack von Bubblegum. Ist ziemlich geil. So, haben wir... Nein, wir haben nichts zu fressen. Super. Ganz toll auf jeden Fall. Und das ist ein Wächter, den wir übernommen haben, oder was? Diese Explosion war aus der Wächter, muss die Hateno-Festung bereits... Achso, nee. Okay. Okay, das sind dann anscheinend... Der Wächter will dann anscheinend in die Hateno-Festung vordringen. Alles klar. Begib dich zur Hateno-Festung. Ja, ich werde mich dann mal hier... Lass mich da... Kann ich da... Ja, okay. Ich dachte, der schlägt uns immer wieder zurück. Aber nö. Hä? Besiege die... Dann sag halt vorher, yo, besiege die Wächter. Aber nicht so. Nicht so. Das ist scheiße. Wenn man da erst dran vorbeiläuft, dann, Leben verliert... Und dann hinterher erst gesagt bekommt, ja, besieg mal doch bitte die Wächter. Was soll der Scheiß? Nice, ich habe Äpfel bekommen. Hallo? Ja, was ist mit dem? Wow. Können wir den da irgendwie runternehmen? Nice. Sehr schön, Link. Schönes Ding. Der Elektroangriff war eine echt gute Idee. So, wo ist der letzte Wächter? Hä? Da, in der Richtung. Ach, das ist auch so ein Fliegender. Ja, dann... Ach so, ja, stimmt. Stasis bringt ja nichts gegen den. Ja, gut. Was soll's? Link, mach ihn weg! Alter, lass dir nicht so viel Zeit. Oh, schnell. Müssen alle in die Hateno-Festung. Wir müssen alle in der... Ach so, wir müssen alle in der Hateno-Festung retten. Oh. Ja. Das natürlich auch. Meint der junge Mann. Sein Ende. Das glaube ich nicht. Was so? Was zum Teufel? Was ist das? Ist das eine Kombination aus allen Flüchen? Nee. Okay, dann sind das Phantome oder wie? Ah, da oben dieser Wächterfluch oder was das sein soll. Der ist neu. Ja, das Dingen. Das ist neu. Das mit der riesigen Kanone.
Aha! Holy shit! Was? Sie hat sie geone-shottet? Was war das gerade für ein Texturfehler an Links Kapuze, Alter? Holy shit. Die ist ich, aber... Ich kann mit Zelda fighten. Wie nice. Ja, macht ihr Flüche, Ganons. Holy shit. Sie hat jetzt ein komplett neues Angriffsset, oder wie? Anscheinend. Sie benutzt jetzt überhaupt nicht mehr die Module. Link ist richtig mitgenommen. Siegelbogen. Sie hat jetzt nicht mehr die Module, sondern sie bekommt jetzt auch Bögen. Was ist das? Okay, sie hat irgendeine neue Ability auf ZR. Nur ich weiß nicht, wie das funktioniert. Link, du geh... Ach komm, ey, hör doch auf. Dass das auch auf Minus und Plus sein muss, diese Scheiße, ne? Link, du gehst da oben hin. Daruk, du gehst da oben hin. Und mit Zelda machen wir die hier unten. Ist das... Ja, perfekt. Link hat den normalen. Ich denke nicht, dass der einen heftigen Wächter noch überleben würde. Ja, dann gehen wir mit Zelda nach unten. Und machen dann die Spezialwächter weg. Während Daruk dann noch den Feuerwächter übernimmt. Ist jetzt... Ja, komm, hör auf. Ist jetzt viel gelaufen hier. Aber warum mit dem Fußvolk abgeben, wenn wir da... Ja, okay. Wenn wir da hier auch direkt zu den Wächtern hinkommen können, ne? So, mehrfach drücken. X schießen. Okay. Oh mein Gott. Okay, ja, okay. Zelda kriegt aber trotzdem noch extrem viel Damage. X schießen. Okay. Was genau ist, wie genau funktioniert das? Schmetterangriff. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht kann man X drücken, um das Kraft freisetzen, um mächtige Attacke ausführen zu können. Alles klar, okay. Was zum Teufel? Wie lange sie das machen kann? Holy shit! Gut. Ja, reicht, Zelda. Entspann dich. Ja, ganz genau so. Wir haben keins in Reserve, also vorsichtig damit. Womit? Was ist das? Eine Bombe? G-
Geräte. Was für Geräte? Ja, gut. Was auch immer. Zelda wurde auf jeden Fall das komplette Leben zurückgegeben. Perfekter Zeitpunkt. Weil... Ach, du nervst. Weil ich denke, mit ein Viertel Herz hätten wir den letzten Wächter nicht machen können. Also jetzt den hier, der jetzt kommt. Ich glaube, mit ein Viertel Herz könnten wir den hier nicht erledigen. Warte mal kurz. Einen Moment. Ich sammle hier noch ein bisschen Spezialangriffsleister. So. Und jetzt... Lass uns hier den Wächter besiegen. Nee. Das lässt du bitte sein. Alter, die Animation, das Triforce und so sieht mega nice aus. Ach so. Oh ja, okay, okay. Stimmt. Da muss man das ja... da muss man dann ja normale Angriffe benutzen. Wie? Ach nee, okay, sie kann nur abwehren. Ich dachte, sie könnte wie Link dann das zurückwerfen. Wie sie es einfach abwehrt, es juckt sie einfach nicht. Sie steht da. Und ja, das war's. Können wir uns vielleicht direkt vor ihn stellen, damit er sich selbst wegböllert? Nee, scheint nicht so. Holy shit, war es knapp. Ich glaube, hätte ich ihn da jetzt nicht nochmal getroffen, hätte ich das Schutzschild nicht aktivieren können. Was wäre es dann gewesen? Ah, okay. Er hatte noch 3 HP. Na gut. So. Katschika. Mega nice. Ah, fuck. Okay, zum Glück haben wir noch so ein Ding. Ah, was zum Teufel? Sind hier 2? Oder was? Okay, wir haben beide weggeböllert. Komm, dann schnell zum anderen. Viel hält Link nicht mehr aus. Können wir hier noch kleine Viecher wegmachen, damit ich Spezialangriffsleiste bekomme? Nicht wirklich, ne? Selbst wenn wir die hier alle in dem Vorposten wegmachen würden, denke ich nicht, dass es reicht. Reichen würde. Denke ich nicht, dass es reichen würde. So. Ja, schön, Darok. Schön. Schönes Ding. Und jetzt ein Schmetterangriff. Das hat keinen Sinn. Wir werden noch alle draufgehen. Was? Wir haben doch fast alle. Dem Hyrule-Hauptmann droht die Niederlage. Oh. Oh, scheiße. Dem... Das wurde mir eben schon angezeigt, ne? Ja, ich hab's aber fast. Bam. Wo denn? Wo ist der? Da unten. Da unten ist es in Rot markiert, oder? Ist der da? Da muss ich schnell hin. Da muss ich sowas von schnell hin. Hallo? Ist hier? Ist das hier? Ja.
Hier ist kein Hyrule-Hauptmann. Oder ist er schon verreckt? Nee, der ist nicht verreckt. Der kann ja gar nicht verreckt sein, sonst wäre die Mission, glaube ich, vorbei, oder? Ganons Donnerfluch wurde gesichtet. Oder wurde das jetzt resettet mit dem? Weil wir da das geschafft haben. Ah, ich weiß es nicht. Ich würde gerne den Punkt hier räumen. Damit es nicht gleich heißt, ja, du hast dich nicht darum gekümmert und jetzt musst du das nochmal von neu machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ach, da ist er. So. Bombenmodul. Ja, komm. Hör auf zu nerven hier. Weg mit dir. Wie bedauerlich. Rückzug. Habe ich verkackt? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich verkackt habe. Aber ich denke, ich hätte fast verloren. Ich denke auch, dass sich das zurückgesetzt hat, eben als ich da den... Ja, wo muss ich denn was machen? Unterstütze Pura. Die Athenor-Festung darf nicht fallen. Ja, das... Neues Ziel festgelegt. Treibe die Monster, die Hateno fest. Ja, ich würde dann sagen. Geben wir Link erstmal richtig fett Leben wieder. Schicken dann Link und Daruk hier rüber. Und ein weißer Leune. Ja, dann müssen Link und Daruk dahin, ne? Und Zelda wird sich dann hier um die beiden kümmern. Boah, Alter. Ja, komm. Mehrfach drücken und schießen. Ja, ich denke, das war ganz geil. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so effektiv ist. Wenn man Balken abziehen kann, aber doch. Doch, ich denke, dass es schon effektiver als normale Attacken sind. Ist. So, jetzt ist er weg. Alles klar, dann wechseln wir mal zu Link. Ah! So. Mit solchen Mitteln kann ich auch kämpfen. Spezialattacke! Stasis! Geh weg! Geh doch weg! Mann, lass es doch mit diesem Scheißdreck! Schmetterangriff. So. Und Schmetterangriff. Ich weiß nicht, wie Link da gerade ausgewichen ist. Ich wollte eigentlich nochmal fliegen, um dem Ganzen auszuweichen.
So. Komm zu Daruk. Ballern wir ihm Feuer rein. Und Schluss. Weg mit dem Leuen. Stufe erhöht von Daruk. Wunderbar. Der Wächter kriegt jetzt eine Spezialattacke rein. Kann sich quasi nicht mehr bewegen. Und damit dürften wir ihn eigentlich haben. Die Athenov. Was? Ist das gescriptet? Nö. Hä? Wo hätte ich denn hingehen müssen? Ja, komm. Ich war doch hier an der Stelle, um die wegzumachen. Oh. Ich wollte eigentlich keine Spezialattacke benutzen. Ich wollte so einen Stab benutzen. Aber na gut. Alles klar. Nee. Ach komm. Ernsthaft jetzt? Ah. Zu Daruk, Schmetterangriff. Wie ich mich immer zu Daruk flüchte, wenn es eng wird mit Link. So, Stufe erhöht von Daruk. Ja, ich konnte ihn nicht anvisieren. Visier doch den hässlichen Leunen an. So, ins Maul. Und Schmetterangriff. Das lassen wir. Wir machen Elektro. Wunderschön. Und böllern ihn jetzt hoffentlich weg. Immer noch nicht. Super. Ja. Okay, schön. Trifft das auch die anderen? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber wir haben trotzdem echt gut Damage gemacht. Feuer. Wunderschön. Böllern den nächsten Moblin weg. So, jetzt aber. Und... Hä? Warum hat den Wächter das jetzt nicht getroffen? Ja, okay. Was auch immer. Jetzt aber Stasis. Kann es bitte den hässlichen Wächter treffen, wenn ich Stasis mache? Da ist nur dieser eine komische, kaputte Wächter dazwischen und es trifft ihn einfach nicht. Er ist 3 Meter entfernt und du willst mir erzählen, dass Stasis trifft ihn einfach nicht, oder was? Meine Fresse. Schmetterangriff. Das böllert dann hoffentlich auch den silbernen Moblin weg. Also wirft ihn um, damit ich ihn... mitgeben kann. Oh, was? Okay, das
Reicht anscheinend noch nicht, um ihn kaputt zu machen. Aber dann würde ich einfach nochmal eine Spezialattacke raus. Und hab dann auch direkt beide weg. Ich kann weitermachen, kein Problem. Okay, Pura rückt vor. Link hat Probleme im Bereich Leben. Gut, dann müssen wir mit Zelda weitermachen. Und ich hätte gern, dass Daruk hier rüber geht und dass Link ebenfalls hier rüber geht. Ich weiß zwar noch nicht, was da ist. Ach so, Pura und die Hateno-Festung oder was? Ganons Windfluch wurde gesichtet. Ja gut, hier ist Pura und da drüben ist die Hateno-Festung anscheinend. Na gut. Ja, wo ist denn der? Ja, warum wird mir denn nicht gesagt, yo... Warum wird mir nicht direkt gesagt, yo, geh da bitte hin? Und warum trifft die Gegner es neuerdings nicht mehr, wenn ich irgendwas mache? Ja, super. Das hat jetzt gar nichts gebracht, weil das wieder zu spät gemacht wurde. Au. Warum trifft ihn denn das scheiß Stasis nicht? Bin ich immer zu spät oder was? Attackenhagel mit Zelda, schön. Boah, hat's gerade gelaggt. Was zum Teufel, Mann? Aua. Kann ich... Habe ich ihn jetzt endlich mal getroffen? Ja, habe ich. Gut. Jetzt böller da die Pfeile raus. Aber wie wild. Weg mit diesen Arsch. Bombenmodul? Ja, schön. Jetzt mach ihn endlich weg. Weg mit dem Sausack. Haben ihn immer noch nicht. Link? Nein, nein, nicht Link, nicht Link. Hier, mach bitte den Daruk. Bombenmodul, okay. Ich wollte erstmal abwarten, welches Modul verlangt wird. Nicht, dass ich irgendwas Falsches drücke. Ich habe mir zwar schon gedacht, dass er das Bombenmodul haben will, aber bevor man irgendwas drückt und es dann falsch ist, lieber erstmal ein bisschen warten. Ja, wir haben ihn fast. Sehr schön. Okay. Gut. Und jetzt können wir... Sie sind fort und mir geht's gut. Ich stehe auf ewig an eurer Schuld. Was du immer redest. Ach, wir müssen da jetzt gar nicht mehr rüber. Ah ja, Ansprachen kannst du später halten. Jetzt starten wir erstmal mein tolles Gerät. Ja, hau rein. Zeig mal, was das Ding drauf hat. Oh, was? Ist ein EMP. Truppen des Wächters rücken nicht weiter Richtung Hateno-Festung vor. Klasse, das hat geklappt. Den Kleinen hat es zum Glück nicht gestört. Aber sie sind nicht komplett deaktiviert. Nähert ihr euch unvorsichtig, greifen sie an.
Nun, wir sollten nicht hierbleiben. Nutzen wir die Zeit zum... Beruhigt! Seltsamer Wächter in der Ebene! Wir können ihn nicht aufhalten. Das ist dann der Ganon-Wächter, oder was? Ein Zornwächter. Ach so. Nee, das ist nicht dieser komische Ganon-Wächter-Fluch, sondern das ist der... Das ist dann so ein empowerter Wächter, ne? Der so eine Aura um sich hat. Ich sammle einfach noch ein bisschen Spezialangriffsleiste, weil ich echt nicht mehr viel Leben habe und das dann auch direkt brauchen werde. Und ja, das ist so ein Wächter mit so einer komischen Aura um sich rum. Der sieht echt wild aus. Nice! Richtig gut ausgewichen, Daruk. Ja. Okay. Das wird echt nochmal richtig hart. Zum Abschluss. Ich weiß nicht, haben wir... Nein, haben wir nicht. Ja, jetzt wird gegrillt. In der Tat. Hätte ich gewusst, dass das so... effektiv gegen den ist, hätte ich mir das aufgespart. Naja gut, ich glaube, wir haben noch zweimal. Nice, nächster Schmetterangriff raus. Und ich denke, wir sollten das schaffen. Wir sollten das auf jeden Fall schaffen. Ja. Und wenn nicht mit dem Feuermodul oder mit dem Feuerstab, dann hätten wir es auf jeden Fall... Ach, er ist noch nicht down. Ja, okay. Dann ist es echt gut, dass wir noch das, den Elektrostab haben. Aber es reicht ebenfalls noch nicht. Boah, das hat richtig gut Damage gemacht. Und wir hätten tatsächlich auch wieder einen Spezialangriff, aber den benutze ich mal nicht. Okay, hiernach kommt tatsächlich nichts mehr. Kampf um die Hateno-Festung. Sieg. Alles klar, ey. Was das für ein Kampf war, ey. Holy shit. Die haben alle keine Statuseffekte. Okay, toll. Kann ich denn die Bögen mit den Adaptern und mit den Modulen kombinieren oder wie? Ich denke schon. Doch, ich denke, das wird wahrscheinlich so wie bei Link mit den Lanzen und Schwertern sein. Die kann man ja auch kombinieren. Klar. Macht auch nur Sinn. Effekte durch das Element Eis reduziert. Okay. Ja, wir schmeißen auf jeden Fall erstmal alles raus. Bessere Waffen. Was keinen Statuseffekt hat. Was keinen Bonuseffekt bietet. So, den noch, den und den. Oh, und ihr Lichtbogen, den sie hat. Er verschießt Pfeile aus Licht, welche die Verheerung bannen können. Der hat direkt Stärke 50, ey, holy shit. Nice. Daruk hat auch echt gut Waffen bekommen. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall geil und das hat mir noch gefehlt. Beutequote für Heil-Items, naja. Naja.
bitte, hört mir zu. Die Verheerung Ganon ist erwacht und stellt uns vor eine größere Prüfung als jemals zuvor. Jedoch, gebt nicht auf und verzweifelt nicht. Steht auf und kämpft! Hyrule hat seinen Ritter, der die Dunkelheit versiegeln wird. Er hat die Titanen und die Recken. Oh, da stand und aber im Untertitel es. Es hat euch, tapfere Soldaten. Und nun? Es hätte auch mehr Sinn gemacht. Schließt euch mir alle an. Die Verheerung. Ich werde sie mit dieser Macht für alle Zeit versiegeln. Lasst uns nun beginnen. Gleich hier in Hateno. Hyrule und all seine Bewohner müssen gerettet werden. Nice. Richtig geil. Solche Szenen mag ich ja übelst. Also solche Szenen finde ich richtig episch. Also eine richtig geile Ansprache und dann BAM, jetzt geht's los, Alter. Und alle erheben ihre Schwerter. Richtig gut. Feier ich. Also nun, und, was war dein Anliegen? Okay. Ist das schon wieder so ein Betrüger? Ja. Das kann es doch nicht sein. Wir tun uns echt mit ihm zusammen? Das hatte ich ja vorher schon mal überlegt, weil er wurde ja von Ganon quasi hintergangen. Ne? Oder? Ist doch so. Weil dieser Handlanger von Ganon meinte ja irgendwie so, ja, ihr werdet aber nicht Teil sein oder irgendwie sowas. Ja, ihr habt uns gut geholfen, aber ja, cool. Das war's dann auch, ne? Koga, Anführer der Jäger. Der Anführer der Jägerbande. Er überlässt das Kämpfen seinen Schergen und schläft lieber den ganzen Tag. Doch trotzdem würde seine Bande ihm bis ans Ende der Welt folgen. Er unterstützt die Armee von Hyrule, um seine gefallenen Gefährten zu rächen. Nice. Also tut er sich tatsächlich mit uns zusammen, wie ich schon mal gedacht hatte. Und haben wir jetzt? Ja, tatsächlich. Wir haben da oben einen neuen Stall. Oder? Ist doch ein neuer Stall. Und Alter, sind das viele Missionen. Sind das viele neue Missionen. Und es hört nicht auf. Alles klar. Da haben wir auf jeden Fall richtig fett wieder was zu tun. Plus ein Zauberstab-Einsatz pro Stab. Okay. Ja, ich dachte, wir könnten uns jetzt noch so ein Lager quasi in Hateno aufbauen, dass wir irgendwie von da aus dann nochmal besser planen können oder irgendwie sowas und dass uns das dann nochmal irgendwelche Zusatzoptionen hier auf der Weltenkarte gibt, aber ich habe es geschafft. Anscheinend nicht. Impa, längerer Komboangriff. Anscheinend ist das echt nur quasi story-relevant. Und bringt uns jetzt nicht wirklich was. Plus 5% mehr EP von Gegnern, okay. 10% Rabatt auf was? Alle Achtung! Auf Waren aus Ost-Hyrule, okay. Fischreisbällchen. Hey, toll gemacht. Hört sich ja eigentlich ganz geil an, ne? Oh ja, die sind nice. Plus 35% Schaden durch Shika-Module. Okay. Maronus, Herzen plus 2 und... Lass mich nur machen!
15 Krogsamen. Können wir das da oben dann auch abschließen? Nein, wir brauchen Rot. 30? Ach du Scheiße. Ja. Stauraum, Waffeninventar plus 2. Nice. Aber doch nicht nur bei Link, oder? Was ist das? Auch plus 2, aber ja, da brauchen wir noch einiges an Krams. Längerer Kombo-Angriff. Und was sind das? Sind das Bernstein-Ohrringe? Ohrenhänger oder wie die heißen? Bernstein-Ohrringe! Zack! Da habe ich's. Nice! Richtig cool. Das, hatte ich noch so ein bisschen im Kopf, so von der, ist das da oben eigentlich? Naja. Das hatte ich noch so ein bisschen im Kopf vom Hauptgame. Da hatte ich nämlich so ein paar Sachen gesehen, habe ich immer mal wieder reingeschaut. Und hab mir das daraus merken können und hab die Ohrringe dann tatsächlich erkannt. Cool. Jetzt verfügbar, Stall von Ost-Akala. Ost-Akala-Klos. Chance auf Ausweichen plus 10%. Außen knackig, innen weich. Diese Spezialität aus dem Stall von Ost-Akala besteht aus frischen Zutaten. Greif schnell zu, bevor sie verderben. Ist das einfach der Frosch? Warum wurde er denn zensiert? Warum wurde er zensiert? Wieder rumgeheult von wegen, nee, das sagt, dass der Frosch gegessen wird oder wie? Was zum... Ich habe es geschafft. Naja. Bescheuert die Welt heutzutage. Überlass den nächsten Kampf einfach mir. Sidon, längerer Kombo-Angriff. Und dann hier noch meine Kraft ist Zelda mit dem Lichtbogen. Schon wieder Ohrringe. Was war das? Topas in dem Fall. Zelda Herzen plus 2. Ich habe es geschafft. Da kommt direkt was Neues. Zelda Spezialangriffsleiste plus 1. Okay. Ah, ja, okay. Hat Link nicht immer noch nur eine Spezialangriffsleiste? Obosa Herzen plus 2. Ja gut, dann machen wir hier unten erstmal weiter. Wenn wir da unten schon mal runtergeschickt wurden. Das war noch lange nicht alles. Oh, und sie hat jetzt auch die dritte Spezialangriffsleiste und wir kriegen ein Dankeschön. Nice. Alter, ist das viel. Na, nun, ist es wirklich in Ordnung, so stark zu sein? Koga, Alter. Nice. Warum wird denn immer so rausgezoomt, dass man erst nochmal reinzoomen muss? Was soll das denn? Warum wird dann nicht auf die Mission gegangen und direkt reingezoomt, dass man sie instant auswählen kann? Oder es wird einfach gesagt, gut, wir schicken den Spieler nicht von hier oben nach da unten, einfach nur, weil dann eine neue Mission erschienen ist. Das fände ich schon geiler, wenn man dann nicht immer so hin und her geschickt wird. Gut, das war's jetzt aber auch erstmal, anscheinend. Mehr können wir, glaube ich, nicht abschließen. Nee. Und apropos, das war's. Ich sehe gerade, wir sind bei 50 Minuten. Ich denke nicht, dass ich jetzt nochmal in eine... Ja gut, das können wir vielleicht noch machen, ne? Hm.
Ja, nee. Ich denke, ich beende jetzt einen Part. Ich weiß nicht, wie lange die Sachen gehen. Es könnte ja auch sein, dass die wieder irgendwie 15 oder 20 Minuten dauern. Deswegen will ich da kein Risiko eingehen, auch wenn hier anhand der Gegner eigentlich schon zu sehen ist, okay, da passiert nicht viel. Trotzdem möchte ich das Risiko nicht eingehen. Zeitlimit heißt auch nicht immer was. Also sage ich erstmal an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen dann beim nächsten Mal hier direkt damit weiter. Dann sehen wir ja, ob wir es geschafft hätten oder nicht. Wahrscheinlich schon. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis demnächst. Ciao.